herzlich willkommen bei Tag Nummer 30 von 30 unserer unglaublichen Fitorial Challenge. Ich hoffe, oder wir hoffen, ihr habt jetzt endlich das Sportler-Mindset. Sonst haben wir was falsch gemacht. Sonst müssen wir nochmal 30 Tage dranhängen. wir wollen einmal jetzt zum Ende darüber sprechen. Also ihr seht schon, heute kein Workout. Was eigentlich Sport so für eine Kraft hat, warum wir das so gerne so propagieren. Vielleicht auch mal von unseren eigenen Geschichten erzählen, was Sport bei uns bewirkt hat. Ja, du bist ja eigentlich schon dein ganzes Leben lang sportlich aktiv, oder? Es geht. Tatsächlich. Kommt mir nur so vor, okay. Ja, du kennst mich nicht lang genug. Wenn du meine Mutter fragen würdest, dann würde sie sagen, der kleine Sini, als er 3 Jahre alt war. Doch, die Storys kenne ich. Ja, ja. Mama, arm. Arm, so. Langer Weg. Sina muss gehen. Gehen anstrengend, Mama, arm. Nee, nee. Das hat tatsächlich eher so im jugendlichen Alter angefangen. Also ich habe irgendwann mit 12, 13 bin ich, glaube ich, in einen Leichtathletikverein gegangen. Und da ist das so richtig, dann da habe ich das für mich entdeckt. Also erstmal Leichtathletik, klar, dann wirst du besser, kannst weiter springen, kannst schneller rennen. Irgendwann bin ich davon weg, weil Leichtathletik leider so ein Einzelsport ist. Mhm. Und mir hat das auf Wettkämpfen nicht so gut gefallen, ich hatte kein Team. Ich war immer alleine. Okay. Ne? Und klar, ich war gut da drin, aber da habe ich dann noch was anderes gesucht und dann bin ich ja relativ schnell zum Basketball gekommen und das ist ja bis heute meine große Liebe. Ja. Ja. Und da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, ich hatte das im Vorfeld bei unseren Notizen so aufgeschrieben, was für mich das wirklich Tolle an Sport ist, warum ich auch nach wie vor so motiviert bin, ist, dass es etwas ist, wo ich immer wieder Freude rausziehen kann und das Schöne ist, ich brauche dafür gar nicht andere Menschen. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was meint er damit? Sehr häufig holen wir unsere Bestätigung oder unser Gefühl ist sehr stark abhängig von anderen Menschen. Das ist auch in Ordnung. Das ist normal. Wir sind soziale Wesen. Wir sind Herdentiere. Genau. Aber manchmal kann das auch ein bisschen gefährlich sein, weil wir dann, man kennt dieses Problem, dann Social Media, Likes abfischen irgendwie oder hoffen, oh, mal gucken, wer hat mich noch irgendwo in einem Posting von mir geliked und so weiter. Und wenn das dann ausbleibt oder so, dann fühlt man sich vielleicht nicht gut oder man hat da so den Wunsch, die ganze Zeit so eine Bestätigung zu bekommen. Und beim Sport ist es bei mir tatsächlich so, ich brauche da gar keinen für. Ich gehe ja auch alleine in die Halle und werfe 2 Stunden meine Körbe und ich bin da und ich habe einfach ein gutes Gefühl. Ich mache meine Bewegung, meine Moves. Ich habe auch gerne natürlich Leute dabei. Oder ich will ja auch kein Geheimnis draus machen. Ich spiele auch unglaublich gern vor Publikum natürlich. Mhm. Aber es ist nicht zwingend notwendig. Ja. Ich kann dieses Gefühl auch komplett alleine erzeugen. Und das ist eine Power, die Sport einfach hat. Das wünsche ich mir so sehr, das einfach jedem mitzugeben, weil es so ein tolles Gefühl ist. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn ihr mal irgendwie mit dem Fahrrad auf den Berg hochgefahren seid, da hat auch keiner zugeguckt und da oben angekommen, dann fühlt sich einfach gut und bist begeistert von deiner eigenen Leistung. Ja. Ich habe ja gerade davon gesprochen, wie es ist, so sich selber zu motivieren oder auch selbst in der Halle Sport zu machen. Bei dir ist das ja nochmal ein bisschen anders. Du bist ja wirklich Trainerin in der Gruppenfitness. Das heißt, du hast da manchmal 20 bis 30 Leute vor dir, die du drillst, die du motivierst. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Weil du bist ja wahrscheinlich auch nicht irgendwie mit 12 auf die Idee gekommen, so jetzt gehe ich mal auf eine Bühne. Nee, also ich bin auch eigentlich in einem Alter, wo ich das angefangen habe, gar nicht so richtig von mir aus auf die Idee gekommen, ich gehe jetzt mal auf die Bühne, sondern es ist eher so von außen an mich herangetragen worden. Ich bin irgendwann mal so also ins Fitnessstudio gegangen, habe dann die Kurse für mich entdeckt. So Geräte waren nie so meins. Ich habe schon immer gerne mit Musik gearbeitet. Also Musik ist für mich wirklich ein ganz, ganz großer Motivator, habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Und dann habe ich angefangen, ganz fleißig Kurse zu machen. Und mit dem Fitnessstudio-Wechsel bin ich dann auf Les Mills aufmerksam geworden. Das ist ein Anbieter der Gruppenfitness aus Neuseeland. Und die bieten vorchoreografierte Programme an. Unglaublich viele unterschiedliche Sachen. Und da habe ich auch gefühlt alles irgendwie mitgemacht. Und ja, dann ist andere Instruktoren sind auf mich aufmerksam geworden. Und eine Trainerkollegin ist dann halt auf mich zugekommen und hat gesagt, du kannst das auch. Und ich dachte so, what?
nie im Leben. Ich da vorne stehen, ich muss die Leute führen, aber ich muss die auch unterhalten. Das kann ich nicht. Ich war immer auch in der Schule schon so eine ganz stille, eine ganz ruhige. Und also vor der Gruppe sprechen und so, das war immer so gar nicht meins. Und ich hatte ja auch immer noch im Hinterkopf, dass ich auch vielleicht gar nicht so die Sportlichste bin, dass ich da jetzt ein Vorbild sein könnte. Aber das hat dann doch irgendwie so in mir gearbeitet, dass ich irgendwann an den Punkt gekommen bin, wo ich so gemerkt habe, ich glaube, wenn ich das jetzt nicht probiere, und da war ich, glaube ich, so Mitte 20, dann werde ich das irgendwann mal so richtig, richtig bereuen. Und dann bin ich den Schritt gegangen mit einer Riesenangst, aber ich habe das gemacht. Und dann stand ich plötzlich da auf der Bühne und ich habe auch die ersten Mal immer gedacht, was zum Teufel tue ich hier? Aber ich bin dann echt so Stück für Stück in diese Rolle reingewachsen und je mehr ich gemerkt habe, oh doch, ich kann das und eigentlich liegt mir das, ich muss mich nur mehr trauen. Und je mehr ich mich getraut habe, desto mehr ist dann von den Leuten, von den Teilnehmern zurückgekommen. Und dann war das ein bisschen wie so ein Ping-Pong-Spiel. Es hat sich so hochgepusht und auf einmal hat sich es einfach nur noch gut angefühlt. Und mittlerweile stehe ich so gerne da vorne und kann mir das auch irgendwie gar nicht mehr ohne vorstellen. Und es ist auch ein schönes Gefühl, wenn Leute dann zu einem kommen und nach der Stunde und sich bedanken und einem sagen, dass es wieder so toll war und dass sie so Spaß hatten. Also nicht nur als Balsam irgendwie fürs Ego und ich hab's drauf, sondern einfach so zu wissen, man gibt anderen Menschen was tatsächlich. Die kommen freiwillig in ihrer Freizeit, nachdem sie vielleicht einen 8-Stunden-Tag gearbeitet haben, dahin. Und ich hab's geschafft, denen dort eine gute Zeit zu geben und dass sie Spaß daran hatten, sich jetzt körperlich zu betätigen. Und das finde ich ein unglaublich gutes Gefühl irgendwie. Das muss man sich mal überlegen, ne? Das ist alles aufgrund von Sport gekommen. Von Sport. War der Schlüssel dahin sozusagen. Ja. Also auch was du ja, wenn man sich überlegt, dass du vorher ein bisschen eher schüchterner warst und jetzt hast du über den Sport, stehst du auf einer Bühne vor 30 Leuten und kannst Sachen präsentieren. Das ist ja schon auch ein unglaublicher Boost so im Selbstbewusstsein. Absolut. Und das versuche ich auch immer Leuten noch mitzugeben. Gerade auch, wenn ich manchmal hier, gerade hier auf dem Freiplatz, manchmal Jüngere sehe. Ich versuche die immer unglaublich zu motivieren, zu sagen, ey, bleibt beim Sport, bleibt dabei, guckt, was ihr noch erreichen könnt, weil das gibt euch auf lange Sicht so einen Boost, was dieses Selbstbewusstsein anbelangt, dass ihr diesen Mut eben habt, weil ihr wisst, was ihr könnt, weil ihr spürt, was euer Körper kann. Und das ist etwas, das ist für mich so viel wert. Man hört das auch ganz häufig, wenn man mal, ich fand immer sehr inspirierend, so Arnold Schwarzenegger tatsächlich, der das auch immer sehr stark so in Kombination gesehen hat. Mhm. Ja, also sein Sport und dann auch so was, Ziele erreichen, ja. Ziele definieren. Ja. Wie kommt man da hin? Weil das, was wir euch alles jetzt hier in den 30 Tagen erklärt haben, das ist ja nicht nur bei Sport so. Nein. Das ist ja bei ganz vielen Bereichen so. Das ist lustigerweise, ich höre das auch oft in meinem richtigen Job quasi immer mal wieder, so dass ich sehr diszipliniert bin und sehr zielstrebig und sehr geradlinig unterwegs bin. Und ich glaube, dass das eine das andere auch irgendwo verstärkt. Also klar lege ich auch im Sportdisziplin in den Tag, weil das irgendwo schon in meiner Persönlichkeit verankert ist. Aber das bedingt sich auch so ein bisschen gegenseitig und das schon. Überträgt sich. Ja, ich glaube, dass man das tatsächlich... Dass man das nicht gar nicht getrennt sehen kann, mhm. sondern auch bei mir ist es so, ich setze mir sportliche Ziele, das habe ich als sehr junger Mensch einfach schon angefangen. Ich wollte bestimmte Ziele beim Basketball erreichen und dann lernt man, wie man da hinkommt. Und das hat mir natürlich später dabei geholfen, wenn ich meine eigenen privaten Projekte realisieren möchte, mhm. dass ich genau dieses Vorgehen eben verstanden habe. Und deswegen finde ich es immer so, finde ich, man kann Sport, also diese körperliche Betätigung, mhm. dass man kann es gar nicht getrennt sehen, sondern das ist wie immer so, das ist so eine Einheit von allem. So, die 30 Tage sind jetzt vorbei. Die Leute können jetzt sofort wieder Chips fressen und nie wieder Sport treiben, oder? Nein, jetzt fragt ihr euch ja vielleicht... Wie soll es weitergehen? Was mache ich ohne Sinan und Melli? Was mache ich ohne die zwei? Die Taube ist auch schon ganz außer sich. Ja, das Optimum wäre natürlich erreicht, wenn wir es tatsächlich geschafft hätten, bei euch jetzt ein Sportler-Mindset zu manifestieren und ihr euch die Frage gar nicht mehr stellt, sondern ihr jetzt sozusagen völlig mit
großen Plänen in die Zukunft schaut, weil ihr wisst, was ihr alles ausprobieren wollt und so weiter und so fort. Ihr habt Fittorial 5 als Basis. Vielleicht habt ihr euch in den letzten 30 Tagen auch mal Gedanken darüber gemacht, was euch sonst noch so an Sport gefallen könnte, wo ihr vielleicht die Cardio-Einheit noch unterbringen könnt. Irgendwie sowas in die Richtung. Es gibt bei Spotify die Fittorial 5 Playlist mit den Songs, wo auch die Ansagen dabei sind. Also das ist immer mal eine Möglichkeit, wenn man merkt, oh, ich habe schon wieder 2-3 Tage nichts gemacht. geht mir ja manchmal nicht anders. Ne? Dann habe ich ein paar Tage nichts gemacht und dann mache ich einfach keine Ausreden, dieses Workout, 5 Minuten. Es ist wirklich ganz wenig Zeit, die ihr dafür in Anspruch nehmen müsst. Und das Schöne ist eben, ihr habt die Audioansagen da, ihr müsst nicht viel denken, ihr müsst nur einmal diese Entscheidung treffen, komm, ich mach's. So. Also ihr habt die Playlist, ihr habt unsere Videos, ihr könnt natürlich die 30-Tage-Challenge irgendwann auch nochmal machen. Einfach nochmal machen, genau. Das könnt ihr auch. Ich hoffe vor allen Dingen, dass ihr eine wichtige Sache gelernt habt in den letzten 30 Tagen, dass es eine Ausrede gibt, die auf gar keinen Fall zählt, nämlich dieses, ich habe keine Zeit für Sport. Weil das müsstet ihr jetzt wirklich im Rahmen unserer Challenge gemerkt haben. Die Zeit ist da. Und hinzu kommt noch dieses, ich habe keine Zeit für Sport. Wir haben es ja eben schon angedeutet. Wenn man das so sagt, dann sagt man eigentlich etwas ganz Schlimmes. Weil dann hat man wirklich auch keine Zeit für sich. Für seine Gesundheit, für sein Wohlbefinden, worauf alles andere aufbaut. Genau, da hängt so viel dran. Also wer einfach sagt, ich habe keine Zeit für Sport, boah, das finde ich eine starke Aussage, würde ich nicht empfehlen, das so zu machen. Ja, also ihr wisst jetzt, was ihr ab jetzt zu tun habt, also was ihr weitermachen müsst. Ich würde gerne einmal noch kurz, bevor wir aufhören, vielleicht kurz sagen, was bei uns in 30 Tagen so passiert ist. Ja. Weil auch für mich war es ja so, ich habe jetzt nochmal ordentlich viel Fittorial 5 gemacht. Und wir waren ja eigentlich schon gut im Training. Und ich habe gemerkt, wie es bei mir tatsächlich doch nochmal wieder was geholfen hat. Und zwar vor allem Rumpf. Ja? Ja. Also diese ganzen Planks und diesen Paddler. Ich sitze stabiler. Ich merke das einfach hier im ganzen Bauchbereich. Ja? Ich sag mal, meine Arme, da ist nicht viel passiert. wir hatten das Thema ja auch, ne? Übungen, die einem leicht fallen. Bei den Liegestütz, da ist bei mir eben nicht mehr viel Luft gewesen nach oben. Aber hier im ganzen Rumpfbereich, das ist Wahnsinn. Also das spüre ich einfach, das sehe ich im Spiegel tatsächlich auch. Und das hat mich dann doch wieder überrascht, da es ja doch häufig einfach nur 5 Minuten waren. Ja, genau. Gegen Ende haben wir ein bisschen Gas gegeben, aber viel mehr habe ich in der Zwischenzeit auch nicht gemacht. Ja. Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich mache durch meine Kurse natürlich automatisch ein bisschen mehr. Und bei mir ist gerade so Rumpfstabilität und so, das habe ich halt alles in den Kursen, die ich auch so für mich mache. Bei mir waren es tatsächlich die Liegestütze, die Push-Ups. Ja. Weil das ist immer, das ist ja so meine Hassübung. Und da habe ich dann doch gemerkt, dass ich plötzlich zum Ende hin deutlich über die Halbzeit hinaus die auf den Füßen durchziehen konnte. Mhm. Also das ist immer so das, was ich jedes Mal, wenn ich mit Tutorial 5 wieder starte, so für mich mitnehme. Das ist einfach genial. Diese 5 Übungen sind einfach so ausgelegt, dass jedes Defizit sichtbar wird. Ne? Weil egal wie fit du dich hältst, also ich glaube, du kannst ganz viele Menschen oder auch sportlich ambitionierte Menschen kannst du das machen lassen und dann wird sichtbar, wo sie eben noch, wo sozusagen ne, nicht komplett ausgeglichen trainiert, sondern wo noch ein bisschen was zu tun ist oder wo noch ein bisschen was geht. Ja, ja, das ist bei uns jetzt so gewesen. Und damit würde ich sagen, entlassen wir euch in euer sportliches Leben mit Sportler-Mindset. Genau. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.